3, 2, 1, los! Am 29. September fanden im Sportstadion am Tannenberg in Grevesmühlen die 26. Kreisjugendsportspiele statt. 3 Tage lang traten 700 Schülerinnen und Schüler aus 31 Schulen des Landkreises Nordwestmecklenburg gegeneinander an. Organisiert und durchgeführt wurde die Veranstaltung vom Kreissportbund Nordwestmecklenburg. Vorsitzende Kerstin Groth freut sich, dass die Kinder nach 2-jähriger Corona-Pause wieder teilnehmen können. Dank regionaler Unterstützer können die Kreisjugendsportspiele in gewohnter Form stattfinden. Wir hoffen mal, dass der Tag heute genauso gut vonstatten geht wie gestern und auch vorgestern. Und möglich ist das natürlich auch, weil die Sparkasse Mecklenburg-Nordwest, einer unserer Partner, hier bei den Kreisjugendspielen diese Veranstaltung mit einem großen Betrag auch fördert. So, und jetzt genug geredet. Lasst uns Sport treiben. 220 Kinder aus 20 Grundschulen mussten sich in 3 Disziplinen messen. Weitsprung, 50 Meter und 400 Meter Lauf sowie Ballwerfen. Bei jeder Sportart gaben die motivierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Bestes. Spaß und Bewegung standen dabei natürlich an erster Stelle. Bei den Kreisjugendsportspielen wird nicht nur Sportlichkeit und Geschick trainiert, sondern auch Zusammenhalt und Teamgeist. Denn am Ende sind doch alle Kinder Gewinner.